Freunde, heute werde ich mein zweites Date mit Tizi haben. Mit den Tattoos und dem grauen Kleid, 11 von 10. Das ist so Arschwasser. Ja, das ist ein richtiger Fleck. Jetzt geht's los. Du wolltest doch fahren, oder? Ich will lecken an deine Lippe. Irgendwo hier müsste sie sein. Aha. Na? Schönen guten Tag, die Dame. Hast du mich vermisst? Ja, immer. Heute hast du ein anderes Kleid an, oder? Beim letzten Mal war es pink. Dinge, die Ding, Ding, Schlang, Dong. Jetzt hast du... Grau, weil graue Maus. Mir gefällt grau aber irgendwie besser. Passt auch jetzt optisch, guck mal. Passt zum Bike, sagst du? Ja. Du kannst dich ja eigentlich, wenn du willst, direkt mal drauf schwingen. Kommst du da drauf? Ja, ne? Ich komm da drauf, aber ich bin so klein, weißt du? Wie groß bist du? 1,58. Mit den Tattoos und dem grauen Kleid, 11 von 10. Wieso? Also, ich mache Männer glücklich mit meinem Lächeln. Denn deine Berufung ist professionelles Model auf Only Tizi. Only Tizi. Machst du da so verschiedene Posen oder besondere Locations? Also hauptsächlich mein Bett. Dein Bett? Ja. Okay. Das ist so die Hauptlocation. Ja gut, wir fahren jetzt mal los mit dem Motorrad hier. Guck mal, da kommt schon der ADAC. Der schleppt uns jetzt ab. Nee, weil du schleppst mich ab. Ich mach Männer glücklich. 11 von 10. Du siehst aus wie Barbie mit Helm. Barbie? Ja, wegen diesen langen, blonden Haaren. Sind die eigentlich echt? Das sind Extensions, aber es ist echtes Haar. Irgendjemandem wurde dieses Haar gegen den Willen vom Kopf geschnitten. Nein, nicht gegen den Willen. Die kriegen Geld dafür. Zwar nicht viel, aber sie kriegen Geld dafür. Hauptsache lange Haare, ne? Ja, genau. So, wie komme ich jetzt hier wieder rauf? Oh. Du hast so kurze Beine, was ist das? Ja, ich hab doch gesagt, ich bin klein. Die kommen ja nicht richtig auf die Rasten drauf, kann das sein? 3, 2, 1, 0. Wow, eine Hayabusa. Geil. Was fährt die Spitze? Gemessen mit 352. 352? Mit Kompressor 398. Was? Das ist ja geisteskrank. Aber mach mal die Gimmer. Ich kann ihm irgendwie nicht so richtig glauben, dass er schon so schnell gefahren ist. Er sieht aus wie so ein Citycruiser. Geht das eigentlich da mit deinem Kleid oder ist das jetzt schon weggeflogen? Nee, das geht wunderbar. Das Einzige, ich glaube, mein Schuh schmilzt. Warum soll der schmilzen? Weil es warm ist. Es ist heiß. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du? Naja, das wäre euch selbst erklärend, oder? Wahrscheinlich eine Maus. Klein und niedlich. Wenn es brenzlig wird, schnell weg. Aber manchmal gebe ich mir selber so Frankfurt-Vibes. Was heißt das denn? Du gibst dir manchmal Frankfurt-Vibes. Weil manchmal bin ich so, ich will so draufhauen und bin so, und dann ist aber so, nee, doch lieber nicht. Was? Was? Ja! Nochmal kurz Zusammenfassung. Du gibst dir manchmal Frankfurt-Vibes, dann willst du so draufhauen. Genau, und dann doch nicht. Ja, Hauptsache du haust mich nicht. Nein, dich hau ich nicht. Oh, ich brauch was richtig Kühles. Was Kühles? Was Kühles zwischen den Kiemen. Das ist so Arschwasser. Ja, das ist ein richtiger Fleck. Was willst du denn trinken? Sugar Mami oder was? Also ich würde gerne einfach ein Wasser haben. Ich hab Arschwasser. Sie hatte den Auftrag, Wasser zu holen. Was holt sie? Einfach Fiji Water, Digga. Du hast so einen Vollschaden. Jetzt geht's los. Du wolltest doch fahren, oder? Willst du mich fahren lassen? Klar. Du hast ja schon die richtige Motorradausrüstung an, von daher schwing dich drauf. Wie ein Motorrad funktioniert, weißt du? Ja, ich bin nämlich übrigens Profi im Absaufen von Motorrädern. Super, das ist schon mal eine tolle Grundvoraussetzung, um heute zu fahren. Und Gas geben tut man auf der rechten Seite und bremsen auch. Genau. Geht ihr hier an? Kupplung ziehen. Ja. Genau, und jetzt den grauen Knopf, bis er angeht. Okay. Ja. Ja, da sieht man ja gar nicht, ob der Gang drin ist. Nee, die hat keine Ganganzeige. Wie viele Gänge hat die? 6. Aber mach jetzt hier nicht die wilde Sau, ne? Also bitte. Nein, mach ich nicht. Ey, du machst das echt wirklich gut. Ja. No joke, hätte ich nicht gedacht. Wie macht denn aus? Hier. Auf der R3 und so läuft das anders. Da drückst du den gleichen Knopf zum An- und Ausmachen. Oder du machst einfach Schlüssel. Oh. Wie? Schlüssel. Ah ja. Ich will lecken an deine Lippe. Zeig mal dein Titel. Schwör's dir, weißt du, wenn so ein Typ ankommt und so ein Wheelie vor mir zieht, da wird der Tanger geschnalzt. Das war nice. Nice. Die Leute denken immer, wenn ich das mache, dann nur für die Klicks. Aber das stimmt gar nicht. Ich will nämlich einfach nur aufmerksam machen und sagen so, hey, Achtung, stopp, ich komme hier lang. Damit die Autofahrer mich wahrnehmen. Weißt du, was ich meine? Genau. Ich stelle jetzt ein paar Matheaufgaben, während wir im Wheelie sind. Ich kann weder Mathe noch reden im Wheelie. Finde ich gut. Und los geht's. So, 2 mal 3. 6. 9 plus 4. 13. 81 geteilt durch 9. 9. Gar nicht so schlecht. Einfach Mathe-Profi. Hast du sehr gut gemacht, wirklich. Ich hab so dick Arschwasser. Jetzt guck mal, ich dreh mich um. Nee, sieht man echt weniger. Vorhin beim Edeka war mehr. Stellt sich gerade nur ein bisschen an.
Oh, ich hab so stabile Waden. Bitte lieber Gott, fahr mich einfach in die Leitplanke. Du bist nicht verspannt. Ja? Ja, hier. Nicht gut. Nee, musst du mal eine private Stunde bei Tizim ausbuchen. Okay. Aber wir machen hier mit McDrive? Natürlich McDrive. Hast du was anderes erwartet? Nein, ehrlich gesagt nicht. Wow, hallo David. Guten Tag, guten Tag, bitte. Moin. Ah, warte mal. Diese krosse Krabbenburger, gibt's die nicht bei Burger King? Nee, nicht bei uns. Ah, scheiße. Bikini Button Burger. Vegan. Da sind Gurken drauf. Magst du keine Gurken? Magst du Ananas? Nee, krieg ich eine dicke Zunge von. Bin ich allergisch gegen. Ja, die kann man uns aber auch nicht recht machen, ne? Nee. Du bist so eine richtige Prinzessin auf der Erbse. Matschmädchen. Dann fahren wir jetzt nochmal in den McDrive und holen die Nuggets und das Eis. Hallo. Moin. Also wir nehmen jetzt doch was hier bei euch, weil auf diesem Bikini Button Burger, da sind Gurken drauf und irgendwie ist meine Begleitung allergisch gegen Gurken. Frauen, weißt du, das ist immer schwierig. Also wir würden einmal die 6er Nuggets nehmen, bitte. Und einen McFlurry, bitte. Nee, dann reicht auch ein McSunday. Sag dir, das ist so schwierig hier mit einem Mädel. Du willst einfach nur durch den Drive-In oder McDrive fahren. Das ist verrückt. Alles gut. Mir fällt gerade auf, wir haben keine Apfelschorle gerade da. Kann ich euch irgendeine Alternative anbieten? Na super. Sie guckt mich jetzt gerade ganz aggressiv an. Nee, dann nehme ich eine Sprite. Bist du dann glücklich, ja? Ja. Okay, sie ist dann glücklich. Dann einmal zum nächsten Schalter, genau. Alles klar, danke. Hi. Alles klar bei dir? Muss. Deine Stimme kam mir direkt bekannt vor. Guck mal, das ist wie bei deinem Lotus Pommes-Theke. Das ist die Pommes-Theke? Mhm. Ich würde sagen, wir dippen die da auch einfach ohne Erbarmen rein, die Nuggets. Bitte? Komm, wir machen Bunga, Bunga, Bunga. Are you ready for this? Ja. Es gibt ja pervers, wenn ich das jetzt sage, aber das hat irgendwie was von einem geilen Apfelkuchen. Ein geiler Apfelkuchen? Banane und Dusch. Echt? Nimm mal. Okay, ich probier jetzt auch. Come on, girl, shake that ass to me. Shake that ass to me. Schabi Pfeffer. Meine kleine Pfeffermaus. Meine kleine Pfeffermaus. Pfeffermaus. Alter! Oh, die Pfeffermaus. Ich kann das alles nicht mehr. Oh, jetzt steige ich ab. Geht das oder muss man ihnen helfen? Mir ist nicht mehr zu helfen. Alter, ich sehe jedes Mal, wenn wir ein Video gedreht haben, ich auch so ein Frettchen. Ja, böser Blick. Sieht so ein bisschen aus, als wärst du gerade auf Toilette und hast irgendwie Magenprobleme. Meine Lippen sind immer noch so angeschwollen, dass ich nicht pfeifen kann. Du kannst doch pfeifen. Fass mal meine Lippe hier an, die ist hart. What the fuck? Zeig nochmal. Die ist ultra hart, was ist das? Hyaluron. Fass mal meine an. Hyaluron. Also, Tizi. Nach unserem zweiten Date. Ja. Rating von 1 bis 10. Weißt du, ich hab am ersten echt hoch mit einer 9 direkt in mich reingegrätscht. So. Und dann 9,5. Du schleppst mich ab. Love, no, it's hard to keep. Even when it gets tough and you wanna leave.